Da steht noch alles rum hier. Nee, nee, nee. Ja, wieder nicht aufgeräumt, eh? Nö, überhaupt nicht. User joined your channel. Okay. So, ha? So. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ja, User ja, was moved to your channel. Oh, User was moved to your channel. Jetzt geht's ab hier. Ja, jetzt wird's. Das ist der Fall voll wird. Ja, jetzt ist wieder eine gute Runde. Die Zahlen steigen auch schon wieder an jetzt. Merkst du? Ja. Ja. Ja, so soll es sein. Mal hören. So. Wobei ich eins nicht. Eins ist gerade seltsam noch. Jetzt dauert es mal wieder eine halbe Stunde, bis das alle drauf sind. Yep. Ach, da geht ratzfatz. Theoretisch. Erstmal den Server finden, das ist schon mal die erste Hürde. Ach, jetzt ganz unten. Ganz unten fertig. Und Lostberg einschalten so. Und das hat's. Ah. Boah, ich hänge jetzt gerade in der Synchronisierung fest. Ja, Uff. Man merkt's. Läuft. Also läuft, wir läuft. Aber, wie wir gerade mal essen wollen. Bis gleich. Jojo. Warum? Okay, diesmal sind es um einiges mehr Lostberg wie letztes Mal. Okay, vielen Dank. Oder Kai, sorry. Für die 10 Euro, vielen Dank. So, ui, wir sehen denn was. Beine liegen hier immer noch. Ja, die hat immer noch keiner zusammengeräumt. Ich weiß gar nicht, wer die da hingelegt hat. Auch nicht. Unbegreiflich. Aber haben die alle die Map her? Das ist ja. So, Martin, kaufst du Equipment? Ich kauf mal ein. Verkauf vor allen Dingen. Obwohl, das Holmer-Pack müsste dann ja geupdatet sein, automatisch, ne? Am Holmer-Pack ist nichts geändert, es ist nur am Aufbau. Nur der Aufbau, ja. Ist ein eigener Mod. Ah, okay. Kannst du mir mal. Also, Admin-Passwort ist scheiße wahrscheinlich, ne? Darf ich nicht haben. Weil ich verkaufen kann, hier nichts verkaufen. Ja, Moment. Also es stehen auf jeden Fall zwei alte Aufsätze noch rum. Ja. Also, ich verkaufe mal kurz, damit hier keine... Ah, da ist es. Ich hoffe jetzt nur, ich habe wirklich alles soweit vorbereitet. Doch Felder gemacht? Feld 16 ist komplett abgeerntet. Ach Mist. Okay, ich sollte erstmal reichen. Das ist ja schön groß, ja. Ja. Und ansonsten sind einige jetzt erntereif. Könnte man die Kombi mit Chopped Straw gleich mal noch mit reinbringen. Es ist mir alles verkauft, dass es zu keinen Verwechslungen kommt. Sehr gut. War ja eh nichts gefüllt, weil wir eh keine Gülle hatten das letzte Mal. Meisi. Ja, und jetzt hänge ich am Zaun, oder? Oh. Nee, du. So, habt ihr die Zubringer auch? Ja. Ah, ja. Gut. Komm ich mal. Ah, jetzt. Komm ich mal mit dem Tatra runter. Anlieferplatz blockiert. Ja. So, wieder da. Baby. Oh. Und erstmal synchronisieren. Nee. Oh, ein Synchro-Balken bekommen, der.
Wie nennen die Holmer? Am Hof. Ach, am Haupthof, ne? Jo. Hof, was wie? Hier drinnen, glaube ich. Ah, ne. Was hast du das Zeug zuletzt? Aber ich fahr schon mit ein. Oder? Okay. Also ich komme ja, gerade mit einem Tatra zum Händler. Nee, passt schon. Boah. Jetzt bin ich schon da. Wieso? Wieso ich zurückgesetzt? Ah, nicht zurückgesetzt, ist eh alles in dem Händler. Achso, nee, was? Wie, wo? Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Das ist ja auch egal. Ja, ich stehe auch gerade so komisch am Hof rum und weiß nicht mehr weiter. Ah, ich stehe auch gerade. Wir treffen uns beim Händler. Besucht mal alle den Händler und dann. Eine kleine Erklärbär-Stunde. Oh, dann gehen wir halt mal zum Händler. Ne, Moment. Das ist Garten Center. Kennst du dich hier etwa nicht aus, oder was? Nein, ich bin heute zum ersten Mal auf der Map. Doch. Oh. Da schiebt jemand eine Erstbegehung. Ja, dass die Spawnplätze frei werden. Mhm. Ach, ich setze mich hier im Schatten dann. Ist auch blöd, dass das so weit auseinander ist. Mache die Karte wieder rum. So richtig flüssig läuft es jetzt gerade nicht. Echt nicht? Bei mir ja. Bei mir ist alles gut. Bei mir auch. Keine Probleme. Alles gut. Bis Internet. Ist genagelt auf 60 FPS, Ping passt auch. Jetzt hat er schon Holmer Kau. Na, 60 FPS habe ich jetzt gerade nicht, aber. Ja, wir brauchen aber nur einen Holmer, ne? Sonst ein bisschen übertrieben. User left your channel. Ruhig. Das nimmt ja die scheiß Cut-Dingens da. Ja, sicher. So. Okay, was brauchen wir noch? Zubringerfass. Grüß dich, Container. Also Fliegel, also mach ich mal kurz. Oder machst du, Niklas? Ne, mach du mal. Ich verkauf den anderen hier. Also Container. Alex, fahr mal da raus. Dass der Platz frei wird für einen Zubringer. Oh, fährt der durch mich durch? Bin raus, hauen um. So, dann bräuchten wir noch zwei Traktoren. Ja, stehen noch jede Menge rum. Ja. Ein Fenty-Fent. Aber nicht den Lindtrag, ey. Ist das so ein schöner Traktor, Mensch. Überhaupt nicht. Doch. Wo ist denn das Ding? Das Ding? Ich such grad den. Habe ich nicht einen Lamborghini gehabt hier? Ein Ding? Ich komme eh schon mit was. Ach, da ist er. Also fürs große Zumhammer habe ich schon was. Okay. Du machst du was. Braucht man nur noch was für ein Ding, oder? Für ein ja, ich komme. Feldrandcontainer. Ja. Gut. Komm mal, ein hübscher Gruppe. Bin unterwegs. Ich auch. Und dann fehlt ja noch das Wichtigste, ne? Ja, okay. Das will ich aber erst ganz zum Schluss kaufen. Ja, sicher. Die Leute werden sich jetzt wundern, warum wir hier so eine große Kühlaktion veranstalten. Ja, weil wir mit. Na, wundern tun sie sich nicht, ne? So ja, wundern tun sie sich. Ja, man kann es vielleicht ahnen, ne? Und wer bei Facebook gelesen hat, der weiß es sowieso schon. Jo. Achso. Genau. Ja, gut. Eine sehr gute Wahl. Darfst du einfach mal dein Gewicht weg.
Alter, leckt's grad. Echt? Also bei mir nicht? Absolut nicht. Ja doch, jetzt ist runter auf 58 FPS, also worum muss ich mich bewerben? Oh, das ist ja unspielbar. Ja, nix FPS, Ping meine ich. Ping ist bei Ping, mir bei 32 festgenagelt. Ja, schwankt so zwischen 34 und 38. So, alle mal schön aufstellen hier. Moment. Ich kaufe eben das kleine Fass wieder, das braucht kein Mensch. Nee, lass auch drin. Hab ich auch vorbereitet. Ja. Heißt, sei nicht so. Kaufen lieber noch einen zweiten Zubringer. Dolly. Warte mal eben. Bobby ist auch gut. Erstmal essen. Er kommt später wieder. Ich wünsche uns viel Spaß und hoffe, dass nichts kaputt geht. Ja, das hoffen wir auch, ne? Nein. Micha, kannst du mal zurückfahren ein bisschen? Dass ich so parallel nebeneinander stehen muss. Wo? Jo, passt schon. Weil okay. Wir müssen ja dann was hintragen zu dem. Ah. Gerätchen. So ist es immer. Ja, dann fahre ich noch einen halben Meter so. Guck mal, wenn das nicht Fahrkünste sind, ne? Naja, hätten wir jetzt die schöne Dolly von Jan genommen. Ach, die brauchst du ja nicht hier. So. Ich müsste mich da mal entfernen, ne? Einmal hier im Kreis fahren. Blue Baby, vielen Dank für deine Spende. Super cool. Der gammelt ja eh auch nur im TS, aber der will gerade nichts sagen. Ja, ich sehe schon, aber. So, soweit fertig. Markus, du hast ja noch gar nichts davon gesehen, oder? Nö, ich habe noch gar nichts. Ich war weder bei den Tests dabei noch. Also gestern wäre ich gerne dabei gewesen, aber es ging einfach. Ach nichts, ich bin genauso ahnungslos. Körperlich, wie du, also. Körperlich überhaupt nicht mehr. Das ist auch kein Hexenwerk, also. Mend Your Host Script bzw. Host System von Wobstone Central. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon aus dem Sinn erkennen, damals nur unter die Mend Your Host. Im Prinzip, weil ich das weiß, ist das komplett neu geschrieben worden, das Skript bzw. der Mod. Ja, was braucht man bei Hoses? Also Schläuche, natürlich auch Schläuche, die kaufen wir jetzt dann ein Ding. So, deine rum. Also da gibt es zwei Versionen davon, einmal normal wie hier und einmal extendable. Jetzt leg's wieder hin, mein Gott. Ja, würde ich ja gerne, aber wie? Also, ja, okay. Ja, sag ich ja noch jetzt. Da gibt's die. Ach, sogar mit Handschuhe, ja, geil. Ach so, du schmeißt dir das über die Schulter, oder wie? Ist ja geil. Ja, jetzt. Oh, ja, das siehst du bei Handschuhe an, also das ist ja mal fetzig. Und die normalen und die Extendables. Wir werden heute nochmal die normalen vorstellen, weil bei den Extendables gibt's noch ein paar Verbesserungen, sagen wir es mal so. Also die funktionieren jetzt nicht gerade fehlerfrei. Wird aber auch noch dran gearbeitet. Also so vorhin mal weg, das Ganze ist natürlich nur Work in Progress. Ja, wir stellen es euch einmal vor, also Schlauch kann man hingehen, dann erscheint an den Enden halt ein Text. Am besten macht Markus das, oder? Ja, ich hab's gehört schon, ja. Beziehungsweise wenn du dich halt so parallel zum Schlauch hinstehst, dann kannst du den auch dann schön angucken. So, hier mal. Kannst den mit linker Maustaste halt aufnehmen. Und dann geht man halt zu einem Füllfass oder sonst wohin. Beziehungsweise am besten jetzt zum Container. Das zum Container. Da ist er. So. Dann stellst du dich an den. Nee, hier hinten. Hier hinten? Was? Hinten. Ach, hinten. Ja. Ja, warte, ich fahre. Kann man einmal Platz machen. Ja. So, und dann kann man den mit der linken Maustaste da einliegen praktisch. Ah, jetzt. Da muss man relativ nahe stehen jetzt. Okay. Ja. Und dann, wenn du davor stehst, dann siehst du jetzt den zweiten Text. Oh, da ja. Steht Lock Menu Host. Also mit linker Maustaste. Okay. Kannst du das mal machen? Ja. Verriegelt man das Ganze.
Und natürlich muss er dann auch noch den Kühlerschieber öffnen. Das macht man mit der rechten Maustaste einfach. Okay, so. Krass. Dann wäre das ganze System soweit fertig, dass man damit Kühle pumpen kann. Ja, jetzt im Moment läuft die Brühe aus. Jetzt im Moment wird sie auslaufen, also man kann die Kühlerschieber wieder tun. Dann wenn man. Okay. Dann wenn man den hier anfährt. Also, ich habe gerade alles wieder abgebaut. So. Also, die andere Seite dann auch dran. Bei denen ist ja noch nichts animiert mit der Klammer und mit dem Schieber. Darum haben wir es jetzt am Container gezeigt, damit man es da halt schön sieht. Wie halt. Der Schlauch halt gelockt wird und dann halt der Schieber auf. Da ist ja dann denen Fässern wie den Fliegen hier jetzt nichts animiert, also ist das Potter jetzt bis jetzt das einzige. Wird wahrscheinlich auch kommen, sage ich jetzt mal. Aber wie werden die weit wann, ist mal die andere Frage. Ja. Mhm. Dann kann man damit wieder hin und her pumpen. Soweit. Sehr schön. Am besten zeigen wir das mal, indem wir mit dem Fass zur EGA fahren. Oder je nachdem, wie du halt das vorbereitet hast. Bei allen möglichen. Überall, wo, okay. Wo irgendwie. Aber einfach mit dem Zubringer mal EGA. Okay. Ah ja, und die Schläuche. Die Schläuche kann man natürlich auch erstmal irgendwie mitnehmen. Achso, ja, dann werfen wir mal einen Schlauch drauf. Dann fährst. Ja, also gehst du halt hier an die Haltung hin, drückst dann mit linker Maustaste auf Parkposition, dann legt sich das da oben hin. Kann man mit rechter Maustaste dann wieder abwerfen, wieder nehmen mit linker Maustaste. Ja. Läuft. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal kurz zum. Brauchen wir da noch mehr? Ein paar Schläuche. Ja, wollte ich kurz. Ich kaufe. Haben wir irgendein Feld, wo wir loslegen können? 16. Also am besten wahrscheinlich entweder BGA oder zu den Kühen. Achso, ja, ist eigentlich hier. Gibt ja nur die zwei und Möglichkeiten. Alle Geräte, die man hier sieht, jetzt vorbereitet worden. Es muss sein, also die Geräte müssen nicht vorbereitet werden, damit man da dann auch entsprechend die Schläuche halt in Parkposition legen kann. Und halt auch an den Hülleschiebern mit ab. Gut, wie kriege ich denn jetzt hier eine Parkposition? Musst du rangehen, dann erscheint unten rechts im Bildschirm das kleine Abkuppelsymbol. Ah, okay. Und dann kannst du das Ganze. Dann mit der linken Maustaste. Genau. So, wir brauchen noch Schläuche. Okay. Das kommt gerade bei mir nicht. Wann kommt das bei mir? Warte mal, Micha. Ah, jetzt. Ich warte. So. Und. Okay. Beide Schlauch. Da hängt es aber komisch drauf, ja. Ja, das updatet sich, sobald du dein Fahrzeug bewegst. Das ist im Moment noch. Ja. Optische Feinheiten halt. Optische Feinheiten, genau. Mhm. Ich beiße schon mal gerade weg. So. Das sind so Feinheiten, die werden dann noch verbessert einfach. Kriegst du die noch alle mit, oder Martin? Auf den Container, da geht auch noch jede Menge drauf. Da passen vier Schläuche. Ja, für PS4 wird das oder generell für Konsole wird das wahrscheinlich nicht kommen, weil es eben Zusatzskripte sind und zwar jede Menge und das einfach auf Konsole nicht möglich ist, weil Sony und Microsoft es nicht freigeben. Also der Mod besteht quasi nur aus Skripten und halt ein paar Schlauchmodellen. Ja, wir müssen auf der 1 anfangen, die 16 ist irgendwie noch voll. Hä? Nee, die 16 ist doch. Ist eigentlich abgeerntet. 16 ist rappelvoll. Hä? Warum ist die jetzt voll? Das gibt's doch nicht. Der 1 liegen auf den Ballen. Ach, dann. Ja, kann auch sein, dass ich das mit der
1 verwechselt habe. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir können auch dann mal die Drescher noch anwerfen und ein paar Felder dreschen dabei. Oh. Seid ihr jetzt schon an der BGA? Wir sind an der BGA. Kannst du in den Vario rein? Ja, ich. Ach, das ist auch. Ja. Die zwei Zubringer jetzt sind an der BGA. Ja, aber Du bist wahrscheinlich ein bisschen weit weg. Ich fahre jetzt gerade mit. Und versuch den Schlauch mal andersrum zu packen. Leg mal wieder hin. So, jetzt. Ich fahre schnell den Feldrang-Container zur 1 und dann komme ich zur BGA. Ich stehe auch nochmal kurz hin. Und hat Alex den Holm jetzt schon hochgestellt? Jo. Passt. Ja. Natürlich hier wieder top vorbereitet. Das will nicht. Warte mal, ich fahre ein Stück näher ran, ja. Der ist noch leer. Aber kann der jetzt auch saugen? Mit dem Ding. Kann. Nö, saugen. Ja, ich hatte da jetzt gerade mehrere. Dann siehst du unten rechts halt das Ankuppelsymbol. Ja, und dann schmeiß ich das Ding da. Ach so. Hier dran. Erk! Nipples, ne. Jetzt sehe ich noch mal. Gerade eine Chat Nipples Map. Sorry. Jetzt bin ich, weiß nicht, wo ich bin, aber sieht aus wie unter der Map. Ja, dann tippst du kurz. Verkaufe 2x P, kaufe 2x G. Dann wird aus Nickels auch ein Nickels und kein Nipples. Die war vielleicht ausverkauft. Ja, oder die Taste ist kaputt. Kann ja sein. Aber daraus Nipples. Also Tobias, den Link ist, aber den kann ich leider im Chat nicht posten. Gut, also quält ihr euch mal schön mit dem Schläuchli, ich werde mal kurz was mampfen. Alles klar. Guten. Einen guten. Weiß nicht guten. Guten war der andere. Mahlzeit. Oh. Mahlzeit. Flach. So. Ja. Markus, kommst du mal rum? Das sieht sehr profihaft gerade im Stream aus übrigens. Mit dem LKW dreimal durch Martin durch und so. Ja. Die Map ist natürlich vorbereitet hier, die Lostberg. Das muss natürlich. Ich stelle mal hier rüber, glaube ich. Ja. Dementsprechend Vorbereitungen getroffen werden. Ja, das Ganze funktioniert halt bei. Dass man hier halt in so eine Art Güllegrube den Schlauch halt einfach rein. Wirft, sagen wir es mal so. Und wie vorne gesehen bei der bei so einer Güllegrube, dass der jetzt auch den Schlauch drauf attached in dem Sinn. In dem Sinn ist jetzt wieder der sogenannte Poppy-Effekt da. Genau, du hast nämlich gerade das Güllebecken geschlossen. Ja, dir ist leider noch eine Doppelbelegung. Ja. Ist. Ah ja. Ja, so einfach geht das. Kann man halt die die Pumprichtung ändern, also man kann entweder saugen oder drücken. Okay. Und man kann praktisch auch wieder in ein Güllebecken entleeren, sozusagen. Gut, dann füllen wir das Ganze mal auf. Ja, man hört die Pumpe laufen. Die Pumpe läuft und wie man da vorne auch ein bisschen kann, am Schaugas fühlt sich der Zubringer. Naja. Leute, ne? Die müsste man den ganzen Tag von morgens bis abends, ne? Was? Nochmal.
Janik Schuster war gerade wieder da und meinte erstmal, er hofft, dass genug Geld für mich zusammenkommt. Ich glaube nicht, wie gehirnamputiert man sein muss. Das war doch der vorhin auch mit den ganzen Liebesgedichten, oder? Einzelne Wörter, die auf ein Alter fernfallen. Nee, das war Jonathan. Achso. Janik Schuster war der Vogel, der seit Anfang an das Gerücht verbreitet hätte, dass ich Krebs hätte. Ja. Den wir das im letzten Stream schon erklärt haben, dass das nicht der Fall ist. Wann war das denn? Das habe ich total verpasst. Okay, wusste ich nicht. Ich den gleich verabschiedet. Das Gerücht ging irgendwie schon vor dem Stream rum, dass das Ganze für mich gesammelt wird, was halt entsprechender totaler Schwachsinn ist. Wurde anscheinend in einem anderen Stream so geschrieben. Keine Ahnung. So. Wenn das ganze Fall dann voll ist, natürlich wieder Schlauch abkühlen. Ab zum Feld. Jo, läuft. Bist du fahren, Markus? Kannst du auch fahren. Bist ja eh schon auf dem Weg. Ich spring mal zum Feld. Ich spare mir den Weg. Oder auch nicht. Ja, doch. Alex wartet schon sehnsüchtig drauf. Alex, funktioniert aber eh nur um die Klappe, ne? Mhm. Mal ankuppeln, also. Ja, jetzt. Okay, also die Bedienung muss ich noch üben. Das habe ich gerade schon gesehen. Eieiei, was macht sie denn? Oh. Hm, weißt du? Ja, weil der Container gerade gerutscht ist. Weiß ich nicht, warum der Container gerutscht ist. Ach, nein, der fing schon an zu rutschen. Der rutscht, sobald man dagegen kommt, mit dem Schlauch oder so. Hm? Alex, fährst du den Arm am Ja, ich gehe jetzt erstmal auf die Seite. Ihr wisst, wie das funktioniert. Könnte es. Ah, jetzt. Okay. Ja, Hülle Container, ne? Giants. Jetzt ist er auf dem Container wieder raus. Ja, das ist zu nah. Also wenn die Strecke zwischen den zwischen den Punkten halt zu klein oder zu groß ist, dann attacht der Schlauch halt. Okay. So, warte. So. Offen. So. Jetzt. Kannst du dich kurz ein bisschen bewegen mit dem Traktor? Ja, jetzt ist er abgeladet. Das Ganze dann aus. Da wobbelt halt selbst die Gülle in dem Fisch ans Rohr, ne? Was beim. Im Zulieferer hier. War normal. Echt? Ja, wobbelt ja. Echt? Ja. Und jetzt läuft's auch hier im Container. Juhu. Alex wartet sehnsüchtig drauf, dass irgendwas mit dem Arm passiert. Ich weiß, da passiert nichts. Ja. Aber sieht super aus, Alex. Ja, ne?
die Entfernung halt nicht mehr betankt mit dem Ding. Also rein optisch super. Ja. Ja, warte, ich war noch kurz weg. Geruchssäle ist, na, ich glaube, muss man jetzt nicht zwingend haben. Aber reicht doch, wenn er es sieht, oder? Wir moderieren schon auf mit. Mhm. Guten Abend. Guten Abend.